Okay, wir haben Stone Touch. Wir wissen, Stone Touch klappt gegen die Dinger. Das ist schon mal von Vorteil. Wir müssen nur ein bisschen lucky sein, ganz einfach. Komm. Ja, ihr kennt meine Meinung dazu. Asshole! Jetzt gibt's aber sowas von eine in den Arsch, Freund. Zumindest benutzen sie sogar eine High Potion anscheinend. Dachte schon, genau jetzt kommt's, aber zum Glück nicht. Es sammelt sich auf jeden Fall so ein leichter Hass an. Weiß nicht genau, woran es liegt, aber es könnte auf jeden Fall an der momentanen Sachlage liegen. Kann ich auch mal wieder angreifen, das wäre schön, dankeschön. So, Item. Phoenix Down erstmal, danach kommt Remedy. Jetzt sind zwei down. Nice. Wie soll ich das denn hinkriegen jetzt? Lame Sauce! Will mich das Game gerade verarschen? Naja, wir haben zumindest vorher gesaved, immerhin. Wir sehen uns gleich wieder. Kleine Sache, die ich euch zeigen wollte. Es gibt diese großartige Sache hier in der PC-Version. Ihr seht jetzt gerade hier, mit F2 geht es. Supercharge on, Supercharge off. Supercharge on heißt, wir nehmen keinen Schaden. Wir heilen uns automatisch, wenn wir Schaden nehmen. Und unsere Overdrive-Leiste ist voll. Weil mir diese Kollegen so auf den Zeiger gehen, mache ich für einen kurzen Moment Supercharge on. Eine Sache ist übrigens die, wir haben ja diesen Dialog schon gehabt, deswegen... Ne? Die Sache ist die, wenn wir 10-mal den, habe ich glaube ich erwähnt, mit Tidus den Overdrive machen, bekommen wir eben, ja, wie heißt das, Kollege, Slice and Dice, glaube ich, heißt der Overdrive. Und der ist um Längen besser als der Spiral Cut. Deswegen, einmal dafür benutze ich das und zum anderen, weil mir das gerade ziemlich auf den Geist geht hier. Diese Scheiße. So, wir haben jetzt hier nämlich Overdrive, Slots, Element Reels. Thunder. Brauchen wir. Das geht, glaube ich, auch. Jawohl. Ja, genau. Ich habe Wasser war's und Thunder. Sehr gut. Dann machen wir mit ihr Fury. Und zwar Thunderer Fury gegen alle. Ah ja. Vergesse ich jedes Mal irgendwie. Okay. Und 5 scheint auch so das Maximum zu sein, der Gefühle, was wir hier rauskriegen. Und dann machen wir hier ein paar Mal Spiral Cut. Oder, ja doch, genau. Swordplay, Spiral Cut. Check this out. Wupp. So. Slice and Dice, perfekt. So, da kann ich, glaube ich, jetzt Supercharge ausmachen. Aber jetzt wieder einigermaßen ein normales Playfield haben. Und wir haben diese diese Confuse-Scheiße nicht mehr von dem Drecksquado-Anhänger da. Okay, schauen wir mal, ob wir auch mit Kimadi ein bisschen lucky sind und ein paar, ja, Stoneforms rauskriegen. Jetzt klappt's komischerweise direkt, ne? Merkwürdig. So, hier Delay Attack, dann haben wir direkt wieder einen Angriff mit Kimadi. Genau, und... leider kein Stone Touch. Diesmal. Ah, mit Auron haben wir sogar noch Overdrive. Ah, ich gehe mal auf normale Angriffe erstmal. Hoffe einfach auf einen Stone Touch. Genau. Und dann geht das Ganze doch auch schon. Overdrive Mode Victor. Mhm. Können wir gleich mal auschecken auf jeden Fall. Fucking Guado lame ass. Naja. So. Nee. Overdrive hier. Victor, schauen wir mal. When Party wins a battle, ja, macht Warrior auf jeden Fall mehr Sinn. Weil es dadurch, glaube ich, echt extrem schneller ansteigt, als einfach nur, wenn wir gewinnen. Was ja doch ein bisschen seltener vorkommt, als wenn wir einfach Schaden machen.
Okay, zurück kann ich nicht. Alles klar. Gibt auch anscheinend keine Encounters. Riku, what is the Summoner's Sanctum? The Summoner's Sanctum is where we keep the Summoners. We keep them safe there. Offensichtlich. You kidnapped them. Ah, okay, ich dachte, das wäre Seymour gewesen. I get why you did it, but well, I sure don't get it, Waka. Ich auch nicht wirklich. They might get hurt on their pilgrimage. So you kidnap them? I mean, if the Summoners don't do their job, then who will beat Sin? Hm. You want to protect them, I know. But Guardians are there for that. If Guardians do their job well, Summoners will be safe. No. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. Muss sagen, ich check's auch noch nicht ganz. Yuna, please be here. Ich hoffe auch mal stark. Aber wenn ich mir die Musik gerade so anhöre, bin ich mir ein bisschen unsicher. It's all nice. Oh, noch was? Fast übersehen hier. Oh ja! Damit kommen wir definitiv mit einem Charakter zu einem anderen Sphere Grid. Das ist sehr gut. Donna ist auch da. Und, hier. Hab seinen Namen vergessen. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. Was? They died. Protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, what's sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. Aha. Summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Mm-hmm. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimage is supposed to stop. Wollte gerade sagen, hast du gerade zugehört? If they don't, and they get to Zanarkand, they might defeat Sin. Uni could, but then she. Wird sie zu Sin. Na? Na? Uni will die, you know? Wusste ich's doch. You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then. But then. If she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Uni too, you know? Was ist dann das Final Aeon? War das... Nee, nicht Behemoth, oder? Bahamut, glaube ich, hieß er. Aber das ist nicht das Final, oder? Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. Auron hätte ich zugetraut, dass er uns das sagt. Er hat uns ja auch gesagt, dass checkt eben Sin ist relativ früh. Lulu! How could you? Hm. How
could you? Affection level. Isn't she like a sister to you? I thought you were family. Why don't you do something, Waka? Don't you think we tried to stop her? She follows her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves just so the rest of Spirit can be happy, right? Ach, komm schon. But that is our choice. We all live in fear of sin, you know that. A world without sin. That is the dream of all Yevon's children. Oh, kriegen wir die beiden dazu Stärkung? And we will use that power, even if it means our lives. Anscheinend schon. Ah, get wrecked, son. Get wrecked. Together. Let's beat Sin. I told her all the things. We could. And all along, the whole time, I didn't know anything. But Yuna, she'd just smile. Ich mute mich mal kurz für die Cutscenes hier. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Wanna scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? It's embarrassing to say this myself. But summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah, I understand. I think. Right. Now, let's see what you can do. I want my journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Und die anderen kümmern sich anscheinend um einen Kollege Yeti, immerhin. Freunde, ich habe gerade noch meine inneren Dämonen gerade besiegt. Da ist gerade eine Spinne, also gerade an der Cutscene, als ich meinte, ich mute mich kurz, ist tatsächlich eine Spinne hochgekrabbelt hier von meiner... wir sind eng. Okay, aber gut. Gefahr gebannt. Gut. Okay. Weiter geht's. Nach dem Flashback, den ich leider ein bisschen verpasst habe, aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
Das hat Überwindung gekostet, das Ding zu killen. Yuna müsste ja mit Sicherheit eigentlich irgendwo hier in der Nähe sein. Das würde mich eigentlich überraschen, wenn dem nicht so wäre. Haben wir alle in der... Ja, okay. Wir haben alle in der Party. Alle sind nicht geheilt. Ich gehe mir auf Nummer sicher. Wahrscheinlich haben wir einen Save Point irgendwie vorher nochmal. Kann gut sein, aber... Sicher ist sicher.